weiß nicht, ob das nur ein einmaliges Event war, weil das ist ein Jahrestag gewesen. Also es waren, genau, das war 500 Jahre Kaiser Maximilian in St. Wendel. Und der Kaiser Maximilian war ja ein Tiroler, der galt als der letzte Ritter. Weil der nochmal versucht hat, diese ganzen ritterlichen Ideale aus dem Hochmittelalter oder aus der Hochgotik nochmal am Leben zu erhalten, nochmal den Leuten ins Bewusstsein zu bringen. Da wurde dann auch nochmal ganz viel Wert auf den alten Prunk gelegt. Also man kann schon sagen, die haben das Rittertum damals schon romantisiert. Und nach Maximilian ist das Ganze dann langsam runtergegangen. Also man hatte damals schon das Problem, ab dem 14. Jahrhundert mit dem Raubrittertum, mit den verarmten Rittern, den aufstrebenden Städten. Und es war so eine Art, die haben das Kind, aber jetzt ist er halt so einer von der Hanna oder Jünger. Es war, als sie die Leute waren, die das bestimmt, die das Leben bestimmt haben, auch die Städtmenschen genannt. Weil seit dem hundertjährigen Krieg zwischen den Engländern und den Franzosen weiß man ja, entweder ist es der Bogenschütze oder später die alten französischen Erden. Ich habe gleich.